schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich zeige euch heute Übungen, wie ihr fit in den Tag kommt. Und wir starten mit der Wackelpudding-Übung. Zuerst habt ihr ganz lockere Beine. Wir schütteln die Beine durch. Und dann geht das Ganze höher zur Hüfte. Die Hände ausschütteln. Und dann die ganzen Arme bis zur Schulter und auch der Kopf. Der ganze Körper wird durchgeschüttelt wie ein Wackelpudding, bewegt ihr euch. Und dann lösen. Somit wird der ganze Körper durchgelockert. Und weiter geht's mit einem Augentraining. Wir schauen zunächst mit den Augen so weit wie möglich nach rechts. Dann so weit es geht nach links. Als nächstes so weit, wie es geht, nach oben. Und dasselbe auch nach unten. Wir wiederholen, nach rechts schauen. Links. Oben. Unten. Und das wiederholt ihr auch noch ein drittes Mal. Ich kürze ab. Jetzt verbinden wir das Ganze zu einem Kreis. Die Bewegung so groß wie möglich durchführen und wir machen drei Kreise in jede Richtung. Sehr gut. Trainiert wird hier die innere Augenmuskulatur und das Ganze beugt auch Kurzsichtigkeit vor. Ist für die Ohren. Wir halten unsere Ohren zu und dies 20 Sekunden lang. In dieser Zeit hört ihr in euren Körper hinein. Wer möchte, darf auch gerne die Augen schließen. Wahrnehmen und gleichzeitig wird die Körperwahrnehmung geschult. Jetzt nehmen wir unsere Arme in U-Halte und machen zunächst einen Butterfly. Die Arme immer schließen und öffnen. Dies führen wir 10-mal durch. Und danach geht es weiter mit einer Rumpfrotation. Die Arme bleiben in U-Halte. Dies auch 10-mal, also 5-mal jede Seite. Super. Wir haben eine Mobilisation für den Rumpf und auch gleichzeitig eine Kräftigung. Dies macht ihr noch 2-mal insgesamt, also dass ihr auf 3 Wiederholungen kommt. Wir schließen ab mit dem Zehenspitzenstand. Wir gehen nach oben auf die Zehenspitzen, diese 10 Sekunden zu halten. Trainiert wird das Gleichgewichtsorgan sowie die Körperspannung.